Ja, moin und was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zurück bei mir, dem Alpha Dex, und auf meinem wunderschönen Kanal. Wir spielen zusammen das Atlas Let's Play auf dem super, super guten Radioactive Server. Und wir haben unsere Flotte, oder ich habe meine Flotte hier schon zusammengetragen. Bestehend aus dem kleinen Sloop und hier dem Schooner und... Oh, was ist das? Oh, yo! Wir haben den Razortooth ausgepackt. Ja, wir haben den Razortooth aufgepackt und ein paar Wegwerfbären, die ziemlich gut gelevelt mittlerweile sind, eingepackt, denn ich würde mir ganz gerne hier auf meiner alten Insel, wo ich im letzten Let's Play war, den Schatz holen. Das werden wir auch tun. Und Leute, drückt mir einfach die Daumen. Wir starten das Ganze. Wir segeln jetzt hier los. Ich bin gespannt. Wir sehen uns auf der Insel. Da hinten liegt sogar noch Leiche von mir. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis dann in der alten Heimat. So, Freunde, die Reise verlief gut ohne weitere Zwischenfälle und aus Nostalgiegründen fahre ich mal hier an unserem alten Base-Spot vorbei. Mal gucken, ob da irgendjemand gebaut hat. Ich bin gespannt. Ich denke mal eher nicht. Die Insel ist komplett verlassen. Höchstwahrscheinlich, weil es da halt einfach nichts gibt. Und ja, ich würde es halt trotzdem gerne mal sehen. Auch wenn wir da jetzt nicht direkt hin müssen. Ich bin gespannt. Und ich bin noch viel mehr gespannt auf die Schatzkarte. Werden wir es schaffen? So, Leute, hier ist die Bucht, wo wir ursprünglich mal gebaut haben, ganz, ganz früher im letzten Let's Play. Was heißt ganz, ganz früher? Ich glaube, das sind 5 Monate her. Hier war unsere Riesenbase, in die ich auch wirklich viel Zeit gesteckt habe, die ich auch eigentlich sehr schön fand, aber die Insel halt nicht. Das war das Ding. Die Insel war kacke, aber die Base war cool. Oder? Ich weiß nicht, ihr könnt ja nochmal das letzte Let's Play angucken, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal sagen, was fandet ihr cooler? Die aktuelle Base, die noch nicht mal ansatzweise fertig ist, oder die alte? So, ich würde sagen, wir legen mal hier an. Allein schon, dass hier noch überhaupt nichts ist, hat schon einiges zu heißen. Also ich habe eigentlich erwartet, dass wir jetzt hier direkt schon irgendwas Gebautes finden von irgendwelchen Leuten. So, ich leg mal an und ja, ich werde mal mit dem Razortooth als erstes gehen. Nur mal, um zu gucken, wo wir hier überhaupt die Schatzkarte haben. Da hinten. Okay, also mitten im Wald. Ach, ich glaube, ich weiß sogar, wo wir da hin müssen. Ah, hier ist sie. Okay, dann nehme ich die nochmal aus dem Inventar raus und hoffentlich kriegt er die Bäume hier platt. Dann machen wir nochmal ganz kurz hier den Weg für uns frei. Je mehr Platz wir hier haben, desto besser. So, und ich hoffe, unsere Bären überleben. Wir haben einen, also ich habe jetzt alle Bären, die hatten, glaube ich, alle soweit 56 Skillpunkte zu verteilen. Ich habe jetzt alle komplett nur auf Leben gelevelt. Unser stärkster hat, glaube ich, 2600 Lebenspunkte. Was schon ziemlich nice ist eigentlich. So, Freunde, ich habe jetzt wirklich flächendeckend hier alles im großen Umkreis abgeholzt, damit wir hier ja keine Sichtblockade oder sonst was haben. Irgendwas, was uns stört. Den Baum hier nehmen wir noch mit. So, dann gehen wir erstmal runter zu unserem Schiff, holen unsere ganzen Bärschis, die hoffentlich schon heiß drauf sind, hier diese Schatzkarte mit uns zu machen. Die hoffentlich einsatzbereit sind. So. Dann pfeifen wir die mal alle. Kommt mal her. Ich hoffe, ihr seid einsatzbereit. Ich hoffe, ihr seid alle motiviert und wild und was weiß ich. Whistle attack my target. Yo. So, Leute, let's go. Wir machen noch das eine Schwein hier kaputt, damit unser Razor was zum Futtern hat zwischendurch. So, nice. Kontrollieren noch ein letztes Mal die Ausrüstung. Wir haben Schaufel dabei. Ganz wichtig, das ist das Ding, was ich immer so gerne vergesse. Slot Type Rare. Slots of Inefficient Occupied. Ja, geil. Können wir benutzen. So, dann packen wir hier mal die Schatzkarte ein und lotsen unsere Bären einfach mal hier hoch. Kommt, ihr geht mal vor. Oh komm, nicht so behäbig.
So, dann machen wir es halt doch lieber so. Und warten noch mal ganz kurz, bis die Guten hinterherkommen. Denn aktuell kommt nur einer. Auch sehr gut. Oh, kommt schon. Seid ihr echt zu blöd? So, hier lang geht's. Ich pack nochmal die Schatzkarte aus. Das ist mir hier zu tricky, wenn ich jetzt auf die Bären warten muss, weil die es nicht auf die Reihe bekommen. Okay, im Notfall, also den bauen wir mal schon mal weg. Im allergrößten Notfall, also der Razer, den habe ich mir zwar im alten Let's Play gekauft, aber er ist mir deutlich zu wertvoll, als dass ich ihn jetzt hier opfern würde. Vielleicht auch, wenn wir kurz vorm Ziel sind, würde ich ihn sogar eventuell opfern, aber ja, im Notfall hauen wir einfach ab mit dem. So, wir sind eigentlich nur Support und ja Leute, let's go. Da ist es. Und da kommen sie. So, ich halte mich im Hintergrund auf. So, hier, alle mal drauf. Mal gucken, kann ich die auf 4? Ne, ich glaube nicht. Ja, egal, so ein bisschen werde ich mitmachen können. So, kommt schon. So, hier, ich habe noch hier meinen Cry-Buff. Ein bisschen kann ich helfen. Das Coole ist, ich werde von dem Razer aus nicht gehittet. Selber. Denn ich sitze ja oben drauf. Das ist gut. Aber ich sollte aufpassen, dass der Razer nichts abbekommt. Aber es geht fast schon zu einfach, Leute. Guckt euch das mal an. Aber einer ist, glaube ich. Ja, genau. Einer ist hier abgehauen. So, dann einmal hier buffen. Und let's go. Gibt ihm. Oh, ich helfe, glaube ich, doch mal. So, kommt schon, kommt schon. Ich finde das gerade ein bisschen spannend. Ehrlich gesagt, weil ich sehe von dem Razer auch nicht, wie viel Schaden meine Bären genommen haben. Aber es ist keiner gestorben. Das ist schon mal sehr gut. So, kommt alle mal her. Und. Jo. Ach, shit. Ich hab den. Ah, Mist. Ich hab den Buff vergessen. Den XP-Buff. Aber ich glaube, der hätte mir jetzt auch nicht so viel gebracht. So, ich will. Wenn wir den Schatz ausgraben, will ich ein cooles Bild dabei machen. Das haben wir natürlich Nacht. Das ist natürlich beschissen. So, aber egal. Leute, wir packen hier die Schaufel aus. Ich mache mal die ganzen Statusanzeigen hier weg. Okay, wir machen hier nochmal den großen Poser, denn ich will ein cooles Bild haben für diese Leistung. So, einfach mal hier alle Bären irgendwo hin, damit sie gut positioniert sind. Aber wir dürfen uns auch nicht zu viel Zeit lassen, weil ansonsten kommen unsere Gegner wieder. Das wäre halt auch dann ein bisschen doof. So, nice. Das ist doch ein schönes Bild. Wir packen die Schaufel aus. Ich verabschiede mich mal ganz kurz. Und bin wieder da. Jawohl. Leute, wir schauen uns das an. Wir haben Level Up. Sehr gut. Wir haben 11 Level Ups. Leute, wir haben 11 Level Ups. Ich darf nicht so laut schreien. Wir haben mitten in der Nacht schon wieder. Aber krasse Scheiße. Was haben wir hier? Mythical Small Better Shipyard. Ja, okay, die ist nicht so geil. Aber. Ja, nice. Alter, ich bin unendlich mega happy. Wir haben Gold, wir haben Level-Ups bekommen. Hat hier noch einer irgendwas bekommen? Nee, wahrscheinlich nicht. Die sind zu hoch gelevelt. Aber wir gucken mal kurz uns die Leben an. Also wohlgemerkt, die letzten Masterwork-Karten habe ich immer mit Bären gemacht, die einen Metallhelm getragen haben.
Und selbst die hatten meistens Schwierigkeiten, aber unsere Bären, die haben fast gar keinen Schaden bekommen. Ja, geil. Leute, ich bin gerade richtig happy drauf. So, dann verteilen wir das mal hier clever. Hier ein bisschen Stamina kann auch nicht schaden. So, den Rest hier auf Hilf. Super, wir haben 127 Punkte. Nice. Wir könnten uns jetzt sogar hier unsere Kanone endlich bauen. Was hatten wir denn hier? Hier haben wir eigentlich alle Armored Shipwright. Eine Armored Brick hatte ich bisher noch nicht. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Mache ich einfach mal. Wir können ja irgendwann umskillen und so. Wir müssen die ja nicht unbedingt bauen. So, hier hatte ich ja auch das Overload, wäre ganz cool. So, dann wäre es halt auch sinnvoll. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich ganz unten. Hier ist Secrets. Cursed Cursed? Okay, wir können Cursed Klamotten bauen. Keine Ahnung, was das ist. Aber nice, schalten wir frei. Jetzt können wir endlich unsere richtige, ordentliche Rüstung uns aufbauen. Hier dürfte ich ja eigentlich alles haben in dem Skilltree. Taming 4. Achso, Sony Dragon und sowas. Das ist aktuell nicht so wichtig für uns. Aber das ist was? Reinforced Prison. Ja, wir brauchen kein Prison. Stone brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt halt so fürs Optische eventuell. Sandstone Block, Slate Block, Workstation, Farm, Taxation, Lighthouse. Resource Silo, das wäre schon ganz nice. Stone Door. Ja, es ist auch nichts dabei, was wir jetzt unbedingt bräuchten. Floating Platform, Advanced Wook. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgedreht gerade. Was wir auf jeden Fall brauchen, wäre hier Piracy. Denn ich habe immer ganz gerne den Grappling Hook am Start. Für diverse Sachen. Was haben wir denn hier? Gibbet, Guillotine, die brauchen wir nicht. Eagle Eyes auch nicht. Overeating Tolerance auch nicht. So, dann wäre jetzt eigentlich nur hier Ranged Weapon. Oh, das hätte ich eigentlich freischalten müssen. Das wäre so das Wichtigere gewesen. Hier Flintlock. Und können wir denn das Rifle? Können wir. Super krass, wir haben eigentlich. Ah, Blunderbuss oder Rifle. Wir haben die Wahl zwischen denen. Boah, wow, das ist natürlich geil. Das ist mega cool. Dann machen wir noch den hier. Super. Hier könnten wir jetzt natürlich noch ein paar explosive Sachen. Oh, hier diese Throwing Knives, die fand ich eigentlich ganz geil. Oh Leute, dann haben wir jetzt eigentlich fast alles von dem freigeschaltet, was ich gerne immer habe. Das einzige ist hier, warte mal, Movement Penalty. Ah, okay. Dass hier diese Movement, dieses Armor Articulation Ding, das habe ich noch immer ganz gerne freigeschaltet, denn das ist dafür. Ich wollte gerade sagen, was ist mein Razer? Denn das ist dafür da, dass wir uns in Rüstung, also generell in unserer Kleidung, genauso schnell bewegen wie ohne Kleidung. So. Jetzt kommt wieder nur die Hälfte, weil der Rest zu blöd ist, einen Weg zu finden, oder was? Ne, jetzt kommen sie. Einer noch nicht. Doch, jetzt. So. Oh Leute, ich würde sagen, die Crew hier, das ist so meine Schatzkarten-Crew ab jetzt. Die würde ich so jetzt hier behalten wollen, ehrlich gesagt. Auch wenn ich eigentlich gesagt habe ursprünglich, dass wir keine von den alten Tieren verwenden wollen. Aber es ist halt purer Luxus gerade bei Schatzkarten. Weil ich finde es immer so, halbfertige Bären
dann zu verlieren, das ist immer so traurig. Und ja, die Bären wollten wir eh eigentlich entsorgen. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn die jetzt draufgehen. So, ihr folgt alle Waltraut? Jawohl. So, dann bringe ich mal unseren Loot an Deck und ja, der folgt mir nicht. Ich habe gerade gedacht, der kommt mit. Nein, tut er nicht. Sehr schön. Hier erstmal unseren ganzen coolen Stuff verladen. Mit den Blueprints bin ich jetzt nicht so zufrieden. Wir gucken uns das nochmal in Ruhe an. Das hier war ja grün, ja. Ansonsten, wir haben eine legendäre Metallhose. Wir haben legendäre Pelzschuhe. Und wir haben legendäre, ja, hier die normalen Hide-Handschuhe. Sperrwerfer, das hier, was sind das? Legendary Closeboats. Ja, gut. Ist jetzt von allem nix. Ah, Bow. Wir haben einen legendären Bow mit fast 150 Schaden. Ja, okay, das könnte schon wieder. Ach, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es geil ist oder nicht. Aber wir haben es. Das ist die Hauptsache. So, unser Gold verstauen wir hier. Wir haben fast 4000 Gold. Wenn mich nicht alles täuscht, könnten wir jetzt, wenn wir in der Base sind und das restliche Gold zusammenlegen, könnten wir sogar unsere erste Brick uns aufbauen. Eventuell auch eins von den anderen Schiffen, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und ja, ich würde ganz gerne nochmal, bevor wir diese Folge jetzt hier beenden, wir sind ja schnell unterwegs, ich würde ganz gerne nochmal hier über die Insel reiten. Gucken, was sich hier so getan hat. Denn ich könnte mir echt gut vorstellen, die Insel ist so beschissen und hier gibt es einfach gar nichts, dass ich mir echt vorstellen könnte, dass hier gar keiner aktuell baut. Das wäre natürlich super lustig. Weil ich wollte ja. Na, das hier war mein Platz, wo ich immer ganz gerne Tiere gezähmt habe. Hier gab es eigentlich immer mal ganz gute Giraffen oder Bären. Okay. Hier baut keiner, auch wenn es hier eine offene Stelle ist. Aber wer will hier schon bauen, ganz ehrlich. Ja, ich hatte ja kurzzeitig damals die Insel geclaimed. In der Hoffnung, dass ich gute Ressourcen von den Spielern bekomme. Aber Problem ist, zu dem Zeitpunkt war halt hier keiner drauf, der hier irgendwas aktiv groß gemacht hat. Und das macht halt dann keinen Sinn. Ihr versteht? So. Maps, die nehmen wir natürlich mal mit. Wäre ja schade, wenn wir jetzt hier eine coole verpassen. Ich meine, ich sammle die zu selten. Ich ignoriere die meistens. Auch gerade wegen sowas hier, wegen diesem Schwimmen. Das dauert wieder viel zu lange. Und alles. So. Ja, was machen wir in Zukunft? Also ich hatte ja in der letzten Folge eigentlich den Plan gehabt, einen Commodore-Waran zu zähmen. Bisher habe ich noch keinen gefunden, auch nicht hier auf der Insel jetzt. Wir sind zwar noch nicht allzu lange hier, aber hätten ja doch schon mal einen sehen können. Oh doch, da baut sich jemand was Kleines auf. Was sehr Kleines. Ich glaube, der macht das genauso wie ich. Der ist nur auf der Durchreise und will hier einfach schnell ein Boot haben. Ein Badass-Gunner. Der Hyga-Clan. Nein, am Clan sieht es jetzt nicht unbedingt aus, aber okay. Wenn er meint. So, da hinten ist, glaube ich, noch ein größeres Schiff. Dich nehmen wir auch nochmal mit. So. Tot. Aber das ist auch wieder so random aufgebaut. Das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob die hier ewig lange bleiben. Haben wir schon gut was gezähmt, würde ich sagen. Also sind eigentlich genauso weit wie ich. Die lassen einfach alles draußen stehen. Die haben so noch ein kleines Beet angepflanzt. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, ein Haus zu bauen. Na gut, das war es eigentlich auch schon soweit. Also, wie gesagt, die Insel hier ist für die Durchreise für die meisten gedacht. Wer hier einmal drauf ist, der weiß, ja, da gibt es nicht viel Interessantes. Und, ja, meine Freunde, für mich gibt es jetzt in dieser Folge auch nichts mehr Interessantes zu tun. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, sehr gut gemeistert. Wir haben unseren Test bestanden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, das wäre super nice. Schaut auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal oder Instagram vorbei. Twitch
Instagram, gleicher Name wie hier, gleiches Logo wie hier. Ihr dürftet mich finden. Wäre super cool, wenn ihr da mal einfach ein Follow da lassen könnt. Auf Instagram bin ich immer mal so lala unterwegs, ab und zu, wenn ich Bock habe. Auf Twitch wird es in nächster Zeit mehr. Also bleibt gespannt, es könnte interessant für euch werden. Würde sich lohnen, da mal ein Follow da zu lassen. Aber bevor ich jetzt hier weiter groß rumlaber, Leute, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Haut rein!